Ja, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in die entscheidende Schlussphase dieser als Sondierung getarnten Koalitionsverhandlungen. Jetzt werden die ganz wesentlichen Fragen entschieden. Wir haben in den letzten Wochen eine ganz große Gemeinsamkeit herausgearbeitet. Egal in welchem Politikfeld, egal an welchem Tag, die ganz große Gemeinsamkeit war Geld ausgeben. Immer ging es um mehr Geld. Und wenn politische Richtungsentscheidungen besprochen worden sind, die Anpassungsprobleme auslösen, dann war die Antwort darauf immer Geld. Also beim Geldausgeben haben wir schon eine große Gemeinsamkeit gefunden. Wir wollen aber jetzt an diesem Wochenende wissen, ob es auch eine gemeinsame Verantwortung für diejenigen gibt, die das alles bezahlen müssen. Also ob es auch ein gemeinsames Verständnis dafür gibt, dass es Grenzen der Belastbarkeit der öffentlichen Haushalte gibt und auch Grenzen der Belastbarkeit der Bürgerinnen und Bürger. Zum Zweiten habe ich eine gewisse Ernüchterung, mit der ich jetzt in dieses Wochenende gegangen bin oder in dieses Wochenende gehe. Wir sprechen über sehr viele Themen. Für die Freien Demokraten war aber ein Thema ganz besonders bedeutsam in den letzten Jahren und auch im letzten Wahlkampf. Dafür sind wir gewählt worden. Das war nicht der Solidaritätszuschlag, sondern das war die Frage einer neuen, modernen, zeitgemäßen Bildungspolitik. Und dieses Thema ist bislang eher am Rande verhandelt worden. Und insbesondere die große Veränderung, die wir uns wünschen, mehr Verantwortung des Gesamtstaats, hat bislang nahezu keine Rolle gespielt. Die CSU sagt dazu in der Regel Nein. Die Kanzlerin macht konstruktive Angebote. Bedauerlicherweise interessieren sich die Grünen aber nur für Kohlekraftwerke. Die teilen eigentlich unsere Auffassung, dass eine Reform des Bildungsföderalismus nötig ist, aber konzentrieren sich auf andere Anliegen, sodass das Thema Bildung bislang, auch die ganz notwendige neue Zugangsweise zum bildungspolitischen Thema, bislang unterbelichtet geblieben ist. Für uns ist das eine ganz wichtige Frage, die wir heute und morgen werden besprechen müssen. Wir sind gespannt, ob es dort auf den letzten Metern noch eine neue Bewegung gibt. So, bleiben Sie gespannt. Sonntagabend 18 Uhr ist hier vorbei. Also wir haben das jetzt so lange gemacht, Sonntagabend 18 Uhr ist vorbei. Bis dahin wissen wir, was ist an Finanztableau da, welche Richtungsentscheidungen es gibt. Aber irgendwann ist mal gut, wochenlang umeinander rumschleichen. Und jeder spricht über sein Thema und schaut, taktisch kann ich bei meinem Thema noch was erreichen. Das ist dann irgendwann auch an ein Ende gekommen. Dann muss entschieden werden. Und an diesem Wochenende wird entschieden, spätestens am Sonntag um 18 Uhr. Alles Gute!